Wie kann das Vertrauen in die Rentenversicherung wiederhergestellt werden? Ja, das bereitet der gesamten Rentenpolitik große Sorge, dass durch die große Anzahl von Personen in prekärem Beschäftigungsverhältnis mit Lücken im versicherten Verlauf dazu führt, dass Rentenleistungen herauskommen, die unterhalb der Grundsicherungsschwelle liegen, des Existenzminimums. Und wenn Rentenversicherte und die später Rentner werden wollen, aus der Versicherung nicht genügend Leistungen erhalten, müssen sie dann in die Grundsicherung, dann fragt man sich, warum habe ich diese ganze Zeit eingezahlt? Und von daher ist die Akzeptanz, die Legitimität der Rentenversicherung bedroht durch solche Lücken und durch sehr schlechte Verdienste. Ein Mindestlohn würde natürlich auf jeden Fall helfen, das Niveau anzuheben. Natürlich, wenn das auch nur in Teilzeit erfolgt oder sich die prekären Beschäftigungsverhältnisse zwar auf Mindestlohnniveau, aber in einer Form vollziehen, dass ich mal 6 Monate Arbeit, mal 6 Monate keine Arbeit und dergleichen, dann haben wir das Problem nach wie vor. Der Mindestlohn ist eine sehr gute Leistung auf der Seite des Arbeitsmarktes, um die Probleme auch im Alter zu lösen. Es ist aber alleine noch keine Lösung für drohende Altersarmut. Wir brauchen noch weitere Instrumente. Welche Instrumente brauchen wir genau? Ja, wir brauchen eine verbesserte Erwerbstätigkeit in dem Sinne, dass Teilzeitarbeit überführt wird in Vollzeittätigkeit, dass wir Instrumente finden für gesellschaftlich akzeptierte Lücken im Versichertenlauf. Also wenn ich, bisher haben wir das für die Kindererziehung und für Pflegezeiten, es gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb man sagt, ich kann nicht erwerbstätig sein. Die Frage ist, was ist mit Bildung und vor allen Dingen mit Weiterbildungszeiten, ob man nicht doch da Angebote machen muss. Auch wird überlegt, ob man Zeiten der ehrenamtlichen Tätigkeit einbeziehen kann, wobei die Abgrenzung sehr schwierig ist. Aber jedes Mal, damit das ein richtiges rentenversicherungsorientiertes Instrument ist, bedarf es der Beitragszahlung. Bei den Kindererziehungszeiten ist es so, dass der Bund Beiträge zahlt für diese Beitragszeiten. Und so müsste das eigentlich bei anderen Fällen auch sein. Wir brauchen ein System, was sozusagen die Rentenversicherung aus allen Gegebenheiten, nicht nur aus der Erwerbstätigkeit heraus speist. Und dann ist es möglich, dass vielleicht die Beitragssumme insgesamt auch bei Personen reicht, um eine gute Leistung aus der Rentenversicherung zu bekommen, die dann also deutlich überhalb der Grundsicherung liegt, die bisher, wenn man nur ihre nicht so besonders gut bezahlten Jobs zusammenzählt, nicht erreicht würden. 10 Jahre nach Einführung der Riester-Rente sind deren Stärken und Schwächen deutlich sichtbar. Welches Gewicht hat die gesetzliche Rentenversicherung im Vergleich zur Riester-Rente und der betrieblichen Altersvorsorge? Unser Bericht betont ganz deutlich, dass die gesetzliche Rentenversicherung die wichtigste Säule ist. Sie ist bisher die wichtigste gewesen und sie wird in Zukunft noch wichtiger. Und zwar deshalb, weil sich die Kapitalmärkte als nicht so stabil erwiesen haben, wie man vielleicht noch bei Einführung der Riester-Rente 2001 gedacht hat. Das Umlageverfahren ist das Verfahren, was in allen gesellschaftlichen und ökonomischen Umständen oder unter allen gesellschaftlichen und ökonomischen Umständen die größte Flexibilität und Sicherheit bietet. Das zeigt sich in der gesamten deutschen Geschichte und es zeigt sich jetzt in Finanzmarktkrisen wieder, dass Umlagesysteme einfach anpassungsfähiger sind. Und das heißt nicht, dass sie gegen alle Probleme per se schon gesichert werden, aber sie können sehr schnell reagieren, während man am Kapitalmarkt gesehen hat, wenn Leute in den USA aus ihren Pensionskassen und Fonds das Geld haben wollten, in dem Moment, in dem sie, was ich, 2008 in Rente ging, dann war nichts da, weil in dem Moment die Finanzmärkte eine besondere Krise hatten. Diese Situation ist für Altersvorsorge katastrophisch. Altersvorsorge muss ein System sein, was sicher ist und was stabil ist über lange Zeiträume. Und deshalb ist die gesetzliche Rentenversicherung das Wichtigste. Wir haben jetzt intensiv diskutiert darüber, welche Rolle dann noch eigentlich betriebliche Altersvorsorge und Riester-Rente als dritte Säule spielen kann. Bei der betrieblichen ist durchaus die Überlegung, ob man nicht dort noch mehr machen kann, ob man es besser in Zusammenhang mit der Rentenversicherung bringt als im Moment und dass man das vielleicht auch in Richtung etwas obligatorischer, ich muss da sehr vorsichtig sein, weil das sehr schwierig ist, also ob man nicht doch ein bisschen Push noch machen kann. Bei der Riester-Rente sehen wir das, glaube ich, etwas kritischer. Dort ist auf jeden Fall aus Verbraucher-
Sicht noch viel zu tun. Das ist im Moment ein sehr intransparentes Produkt. Und wir müssen vielleicht auch in Richtung solcher Modelle gucken wie Altersvorsorgekonten, die eine öffentlich-rechtliche, aber kapitalgedeckte Alterssicherung bieten. Eine zweite Gruppe, die benachteiligt scheint, sind Solo-Selbstständige. Ja, das ist sehr problematisch, weil Solo-Selbstständige haben keinen Arbeitgeber. Sie müssen also den vollen Rentenversicherungsbeitrag zahlen. Das wäre in einer Existenzgründungsphase eine ziemlich hohe Summe. Wenn man dort also auf etwas kommen will, was in der Nähe des Durchschnittseinkommens liegt und wenn man darauf dann eben die entsprechende Beitragssumme zahlen muss, dann ist das eine solche Belastung, dass daran die Existenzgründung scheitern kann. Das sind erhebliche Summen. Von daher ist es nicht einfach, das durchzuführen. Man müsste einen Weg finden, die Selbstständigen pflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern, aber Formen zu finden, dass sie in den ersten Jahren ihrer Erwerbstätigkeit vielleicht ganz niedrige Beiträge nur zahlen müssen, sozusagen so eine Anschubphase, um dann aber zu sagen, wenn das Unternehmen oder das, was sie gegründet haben, erfolgreich ist, dass das dann zurückzuzahlen ist. Bei Personen, die nie über eine bestimmte Schwelle hinauskommen, hat man irgendwann das Problem, dass sie auch in so eine Armutsfalle hineingeraten. Sie zahlen zwar ein bisschen ein in die Rentenversicherung, aber es wird nie für irgendwas reichen, sodass sie dann doch Grundsicherung haben. Das ist aber dann das Problem, das andere auch haben, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Also, aber das Grundproblem ist der fehlende Arbeitgeber, das heißt der doppelte Beitrag. Und das ist schon eine echte Hürde für die Grundidee einer pflichtigen selbstständigen Versicherung. Wie sollte es weitergehen mit der Rente? Na, die gesetzliche Rentenversicherung wird ja zurzeit verhandelt in den Gesprächen zur Bildung einer großen Koalition. Das heißt, der Einfluss dieses Papiers auf das, was dort hinter verschlossenen Türen passiert, ist vielleicht gering. Der Grundtenor des Papiers, das hier präsentiert worden ist, geht in die Richtung zu sagen, die gesetzliche Rentenversicherung ist der Ort, an dem die Verbesserungen geschehen müssen. Wir haben die Vorbedingungen, die sind Arbeitsmarktreformen und Mindestlohn. Das ist die eine Seite. Aber wenn es um Alterssicherung geht, dann bitte kümmert euch um die gesetzliche Rentenversicherung und tut nicht so, als ob andere Systeme, zweite, dritte Säulen in der Lage wären, das aufzufangen. Wenn die gesetzliche Rentenversicherung intakt bleibt und ihre Prinzipien wahren kann, dann haben wir auch einen guten Beitrag geleistet, um in Zukunft mit demografischen und ökonomischen Problemen klarzukommen.